So, Jütchen, willkommen zu Mindtest. Ich muss nur mal schnell die Soundanlage testen hier. Ein bisschen Hintergrundmusik, weil noch höre ich absolut gar nichts. Das war ein bisschen laut. Das sollst du bitte einmal mit vollständigem Media Player öffnen, du Kleiner. So. Genau, perfekt. So, Jutian, alles eingespielt. Dann würde ich mal sagen, kommt jetzt das eigentliche Programm zum Zug. Ja. Wir erstellen erstmal eine neue Welt. Ja, let's play. Klingt schön. Klingt sehr schön. So, dann machen wir das mal Test normal. Vor6-Generator. Also nicht Vortex Motor, sondern in Version 6. Ja. Würde ich mal sagen. Genau. Also. Mods. Wir brauchen Schutzschilder, damit wir uns später Schutzschilder bauen können. Klar, die Monster etc. Aber wir vielleicht später auch noch Züge bauen lassen. Dann waren wir in meinem Test. Oh, Tiere etc. Da brauchen wir die Ressourcen von, damit wir später kochen können. Da nehme ich auch einfach mal alle rein. Die Environments, also die Umgebungen davon. So, dann Pfeil und Bogen. So eine Mini-Loan, damit man später Kohle abbauen kann und die dann in Loan verfrachten kann. Brauchen wir Tiere und Monster, damit wir Hunger bekommen. Dann noch mehr Tiere und Monster von anderen Modpacks. Dann brauchen wir Realen. Ist doch eigentlich scheißegal. Macht mir es einfach später, wenn ihr selber eine Welt baut, nach. Ansonsten interessiert es eigentlich keinem. Also, das hier finde ich auf jeden Fall die Hölle. Können wir später in die Hölle gehen. So. Boah. Das war's. So, dann haben wir das Spiel schon mal vorbereitet. Dann können wir jetzt spielen. Mal gucken, wo wir rauskommen. So. Aha. Sehr schön, sehr schön. Gucken wir mal ganz kurz, dass hier mit der Aufnahme alles futzt. Ja, doch, läuft, läuft, läuft. Sehr schön. Gutchen, dann würde ich mal sagen, willkommen bei Mindtest. Genau, let's play. Also, mal vorneweg. Mindtest ist eine Open Source Variante. Eine doch neu programmierte, in Anspielung auf Minecraft, ZB, es gibt noch andere Sandbox-Spiele, aber natürlich, bekannteste davon, kennt ihr alle, Minecraft. So, 18, 16 Bilder pro Sekunde. Ah, ja, gut, okay. Aber das ist schon eine schöne Kiki, oder? Ja. Könnten wir eigentlich gleich direkt mal rumgucken hier, weil hier ist ein bisschen zu viel Eis. In der Eisgegend. Nee, das kann man ja nicht. Muss ich nicht haben. Aber wenn schon mal da, nehmen wir gleich mal ein paar Pilze mit. Pilze sind lecker. Nährreich. Das eine noch das andere. Aber hier sind gerade so schon viele. So, dann wollen wir mal gucken. Verschlickt uns eher. Boah, doch. Bleiben wir mal hier. Guck mal hinten, wie es hinter dem Berg aussieht. Erstmal plocken wir uns mal ein bisschen Holz ab hier. Wollen wir mal gucken, wie spät. Oh, 5 vor 12. Also, wir haben heute 10. Mai, ja. Bin gerade von meiner schriftlichen Abschlussprüfung von der IHK zum Einzelhandelskaufmann zurück. Eine Scheiße, kann ich euch sagen. Aber egal. Soll uns nicht weiter interessieren. Auf jeden Fall bin ich guter Dinge. Vor allem Holzklopfen. Mit meiner Chucky Chan Zwei-Finger-Kampfkunsttechnik hier. So. Aha. Mal gucken, ob bei der Aufnahme alles stimmt. Kann mal ganz kurz klackern. Ja, doch, sieht gut aus, sieht sehr gut aus. Jetzt hin. Volle Fahrt voraus, volle Fahrt voraus. Ja, wie gesagt, dahinter sieht es eigentlich relativ schick aus. Könnte man sich ja echt mal verstanden. Ja, mich wundern, wenn es jetzt hier so mit der Tonqualität ein bisschen, ich sag mal, scheiße läuft, weil ich nehme gerade mit dem MP3-Player auf. Ist sowieso gerade alles ein bisschen zusammengewurschtelt, weil, ja.
Wir sind hier gerade mitten beim, also der Umzug selber ist vorbei. Aber jetzt müssen wir alles einrichten und meine eigentliche Rechneranlage besteht noch gar nicht. Deswegen arbeite ich jetzt hier an meinem Zweitrechner. Mikrofon ist da, müssen wir alles erst noch kaufen. Das ist mein erstes Let's Play oder überhaupt irgendeine Aufnahme. Deswegen keine Ahnung, wie es wird. Ich lasse mich überraschen auf eure Reaktionen dann. Ja, und deswegen benehme ich hier halt gerade meinen Ton separat mit einem kleinen süßen MP3-Player auf, was ich dann später dann alle per Audacity schön reinmixen darf ins Video. Ich hoffe, man hätte überhaupt irgendwas vom Spiel. Alter, ich habe keine Ahnung. Also normalerweise jetzt hier bei Bäume klopfen sollte man normalerweise Klopfgeräusche, ne? Ja, wenn man nichts hört, dann ist natürlich blöd. Ich mache die erste Aufnahme erstmal nur wirklich für die erste Folge. Guck dann selber mal in die Aufnahme rein. Wenn alles klappt, dann ist natürlich schön. Nicht, dass ich jetzt hier gleich hier eine Aufnahme mache, 3 Stunden und so was alles. Natürlich hat die ganzen 3 Stunden lang nur mehr geredet, wäre natürlich ein bisschen blöd. Deswegen. Ich hoffe, euch gefällt die Musik im Hintergrund. So, gut, dann haben wir jetzt mal genug Holz. Dann würde ich mal sagen, flitzen wir gleich mal mit der Waffe, ja? Mein Gott! So, hier muss Ordnung sein! Das ist meine Insel! Hütchen! Ja. Interessiert mich erstmal nicht. Wir haben Pilze. Boah. Pilze sind ja auch wirklich echt so. Also wenn irgendwo auf Survival, wenn man irgendwo verlassen und Insel fährt, ne? Dann auch erstmal schön 6 Pilze sammeln und dann habt ihr erstmal für die nächsten 3 Jahre ausgesorgt, ne? Also soll ja schön erreich sein, ne? Allerdings ist da Bambus. Bambus können wir mitnehmen. Dann können wir uns nämlich Bücher daran machen. Und ein Buch habe ich immer gerne dabei. Da kann man sich dann immer so schön Koordinaten wieder da reinschreiben. Apropos Koordinaten. Ich habe völlig vergessen, um jetzt auch die Leiste aktiv. Die aktiviere ich mal. Ja, wobei, so kommt es ohne, dass ich auch nicht welche die Framerate. Aber. Ich sag mal so, von der Dia-Show kann man hier nicht reden. Eigentlich schon relativ cool mit dem Rechner hier. Ich meine, das ist ein AMD-4-Kerner. Das ist ein Phonom, wenn ich das ausspreche. Also Nachfolger von Athlon. Ja, wie gesagt, ein X4 mit, lass mich liegen, 2,7 oder 2,8 GHz. Das Ganze mit Linux, OpenGL und darauf mein Test. Läuft. Pilze! Pilze! Ja. Pilze. Ich habe Pilze aus, als wenn Pilze. Super! Grün, Wüste, Eis. Ey, wir haben die 4 Jahreszeiten. Wir haben Äpfel. Äpfel sind tatsächlich gut. Weil ihr habt hier unten diese Brotleiste, die da hier unten am unteren. Na, bitte mal. Ja. Und Pilze, die geben halt immer nur ein halbes Brot, ne? Halt, ich wollte jetzt schon 3 Pilze. Sehr nett. Deswegen darf ich ja recht, mindestens 3 Jahre. Und Äpfel, die geben halt immerhin ein Brot. Das ist jetzt wohl nicht die Welt, aber zumindest besser. Vor allem, wie ihr seht, mannigfaltige Auswahl hier. Das ist auch so wie bei Real. Die Äpfel, die definitiv voll sind. Alter, die ist ja wirklich mal so weit, Äpfel. Hallo? Ich wünschte jedem, dass ich anfange, das Pilz zu. Ja, wie gesagt, mein Test, Open Source Clone von Minecraft. Wie ihr seht, sehr schön. Ich feiere vor allen Dingen den Feldgenerator. Ja, ihr könnt eigentlich auch mit dem Vosima spielen. Ist auch der empfohlene. Allerdings, nee, mir gefällt der Vosima nicht so sehr, weil, ja, ich weiß nicht, ob's ja, Fantasy-Welt darstellen soll oder was. Auf jeden Fall hat man dann hier auch überall fliegende Berge und so hat alles. Aber das so unregelmäßig, das ist ja nicht meins. Erstens kommst du auf die Berge nicht drauf, zweitens sehen die Berge scheiße aus. Teilweise hast du auch nur einzelne Klötze, die dann irgendwo in der Luft schweben. Also ich weiß nicht, ob das so sein soll oder ob er einfach nur noch nicht so fertig ist. Weil vor kurzem war er ja noch in der Beta-Phase, dieser Weltgenerator 7. Jetzt weiß ich, ob der offiziell schon als, ja, fertig gilt, weil der ist jetzt mittlerweile schon Standardauswahl. Deswegen muss ich immer zurückstellen auf V6.
Aber wie gesagt, die Welten, die der V6 generiert, die sind eigentlich relativ schön. Gut, das ist jetzt hier gerade nicht Paradebeispiel. Wie gesagt, Eis, Land, Wüste. Lol. Aber naja. Trotzdem feiere ich den V6 einfach. Der ist wunderschön. Und ich werde jetzt auch mal verpilzern. Ja. Wenn ihr nur noch zwei, also wenn ihr zwei Portefeuille so wie jetzt, dann regeneriert ihr euch auch noch, wenn ihr angegriffen werdet, also ihr Herz verliert. Und die Herzen langsam zurück. Aber sobald ihr mehr als zwei Tote fehlend habt, also euch mehr als zwei Tote fehlt, so, dann regeneriert ihr euch nicht mehr. Da es hier auf Monster gibt, habe ich ja aktiviert bei den Mods. Deswegen. Jo, ich habe irgendwas gehört. Da, eine Kuh. Deswegen. Wo war ich jetzt überhaupt? Deswegen. Ja, genau, deswegen nochmal aufpassen, dass ihr möglichst viele Brote aufgefordert habt. Das, was ich jetzt mache, ist nicht schlau, aber ich mache es trotzdem. Was mache ich denn da? Yeah. Ladies and Gentlemen, wir sind fast tot. Da wird die ein Schwein und kommen gleich beide auf mich drauf zu. Hat auch noch nicht. Ey, dann arbeitet die Schweine doch im Team. Weil die sind eigentlich zahm. Nur wenn man die angreift, dann greift die auch selber zurück an. Aber ich hatte halt bisher immer nur ein Schwein mit einmal. Deswegen hatte ich bisher noch nie das bei den Lügen. Dass mich dann auch noch gleich mal angegriffen hat. Und wir haben noch überhaupt gar nichts. Wir haben weder Rüstung, geschweige denn irgendwelche Waffen. Ach so. Keine Waffen, geschweige denn Rüstung. Dumm. Egal. Ja. Deswegen ist das natürlich super, super, dass wir hier gar nichts haben. Und dann wollen wir die erste Höhle. Wir haben plötzlich gerade. Wir sollten vielleicht noch mal etwas machen. Tja, also ich würde fast sagen, wir könnten hier durchaus bleiben. Also der Ort hier, wo wir jetzt sind, ist das natürlich auch so eine Bombe. Na, hier haben wir schon ein Haus bauen. So, hier noch ein bisschen zu bauen, da ein bisschen zu bauen, da haben wir kein Fässchen. Ich denke, dass bei der ersten und anderen Welt man mindestens erstmal, ich weiß nicht, die Mütze rumlatsche. Ich weiß mittlerweile auch schon. Nee, keine Angst, oder sowas. Ist auch vollkommen egal. Aber das hier sieht eigentlich so ziemlich schick aus. Hier haben wir gleich ein Meer. Hier schöne Berge. Wie gesagt, die Eis. Also Eis interessiert mich persönlich nicht so sehr, weil. Ne. Erstens ist der reelle Winter auch kalt. Dunkel. Grausam. Zweitens müssen wir das jetzt langsam mal hinaus bauen, sodass wir das so für Unterschlupf gewähren könnten. So, einfach recht. Boy. So. What? Ach. So, jetzt haben wir es. So, dann kloppen wir uns mal hier mit der qualitätsüberzeugten. Ja. Würde mal sagen, umwerfen Holzaxt hier mal ein bisschen was weg. Können wir hier schon. Das ist auch das Wichtigste. Boah, so. Wobei, wir sollten zumindest einmal. Hä? Achso, war die hier. Kannst du sagen, habe ich hier Kollegen gesehen? So, dann würde ich mal sagen, kloppen wir jetzt mal ein bisschen nach Cola, bevor es dunkel wird, können wir gleich noch ein paar Fackeln bauen. Das ist sozusagen das kleine Survival ABC. Erstmal Hacke bauen und dann Cola bauen. Bam, dann habt ihr alle. Das brauchen wir noch, aber ich habe echt jetzt noch Holz. Ja doch, das reicht. Das reicht für die nächsten 3 Jahre. Und wenn nicht, warum sind wir jetzt mit da? So. So. Und einmal weg damit. Und einmal weg damit. Kätzchen, Kätzchen. Ja, die Dinger kann man nur viel tälen, dann kann man die als Hauskatze haben. Ich habe es noch bis heute noch nicht hinbekommen. Also wenn ihr irgendein verkannter Mindtest-Spieler unter meinen Zuschauern, unter meinen noch nicht vorhanden Zuschauern, ich bin so allein, wandelt, dann gerne mal raus mit der Sprache, wie kann man die Dinger zu Hause hier machen. Ich bin da dran fast verzweifelt. Die Dinger kann man eigentlich mit Fisch füttern.
Aber für Fischprostituten extra Mod, weil in dem Mod, wo die drin sind, gibt es keine Fische. Hier, mehr ist leer. Seht ihr? Seht ihr? Ja, wie gesagt, also noch Informationen. Mein Test als Vanilla Game, also ohne Add-ons, hat keinerlei Tiere. Weder Tiere noch Monster. Da seid ihr wirklich komplett allein. Wesentlich, dass irgendwo eine Atombombe explodiert, dann als Leben ausgelöscht. Ja, wobei Pflanzen gibt es ja auch noch. Ja, da seid ihr komplett alleine. Halt, also Tiere und so was wird ausschließlich über Mods gestellt. Deswegen schaue ich gleich von Anfang an ein paar Mods, die ich habe. Ich trinke mal ganz gleich. Ich habe jetzt schon meine Stimme hier. Ja! So, jetzt halte ich wieder mit dem Mensch an. Also, was weiß ich überhaupt? Genau, mit den Katzen, mit den Tieren. Vanilla Mindtest, da gibt es sie nicht. Und herzlich Glückwunsch, mein Test ist abgeschmiert. Noch Informationen. Gegenüber Minecraft, also zumindest der Minecraft-Version, die ich kenne, wenn Mindtest abspielt, abschmiert, dann geht es genau da weiter, wo ihr aufgehört habt. Weil Mindtest läuft auf Server-Client-Basis, wie die meisten Kunden Open Source Anwendungen nennen. Und außerdem hat es eine Datenbank SQL3 Lite, also SQLite 3, so heißt die Datei. Das Format war meines Erachtens nach SQL3. Davon halt eine abgespeckte Variante oder Reimplementierung, keine Ahnung, whatever, can never, wie eine Aufweiler. Und wie gesagt, das Ding ist eine Excel-Datenbank, heißt also, die Daten werden kontinuierlich, während die Welt verändert, auch gleich mitgespeichert. Und zwar sozusagen in Echtzeit. Naja, nicht ganz in Echtzeit, weil ihr habt immer noch den Schreibtopf auf der Festplatte. Ihr habt also die Daten dann erstmal nur im Schreibcache. Wenn der Rechner abschmiert, dann seid ihr also ein paar Sekunden zurückgeworfen. Aber solange das Programm abschmiert, und die Datenbank dadurch noch fehlerfrei ist, sag ich jetzt mal, ist wirklich alles bis zum Absturz noch da. Genauso wie es war. Das ist ein für mich vor allen Dingen sehr großer Vorteil gegenüber Mindtest, gegenüber Minecraft. Weil ich habe ja früher auch Minecraft gespielt. Richtig so mit Kaufen, Pri-Pra-Pro. Aber ich weiß nicht. Also Mindtest getestet habe ich jetzt vor fast einem Jahr. Also ich kann nur von der Version reden, die ich da hatte. Ob es mittlerweile geändert hat, weiß ich nicht. Aber meine Minecraft-Version, die ist wirklich extrem häufig abgeschmiert. Gut, okay. Jetzt fand ich ja auch gerade hier einen Ausfall gehabt. Ich weiß nicht, das liegt, glaube ich, an irgendeiner Mod oder am Aufnehmen. Weil normalerweise so oft schießt Minecraft eigentlich. Ja, doch. Mein Test eigentlich nicht ab. Deswegen, also. Keine Ahnung, woran das liegt. Auch morgen abschmiert. Auf jeden Fall, solange ich die Vanilla-Version spiele, also komplett ohne Mods, läuft mein Test sowieso komplett stabil. Da habe ich noch nie etwas erlebt. Mit diversen Add-ons. So wie ich ja hier, habt ihr ja gesehen, ich habe irgendwie das Add-on gleich aktiviert. Da kann es halt schon mal zum Abschluss kommen, aber alles nicht so schlimm, weil es wird alles gespeichert. So, jetzt habe ich hier genug geredet, wir haben noch ein bisschen Kohle, die haben wir auch gleich mal ab. Dann können wir uns dann nämlich in dem, ne, ich weiß nicht, soll ich da drin, also da in dieser Lücke da ein Haus bauen oder wirklich irgendwo echt ein Haus bauen? Ja, auf jeden Fall verstecken wir uns da erstmal, wenn es dunkel ist. Wir brauchen Wolle. Mein Gott, wir brauchen Wolle. Da können wir uns ein bisschen Bett bauen. Wir brauchen rote Wolle, weiße Wolle. Rote Schaf liegt leider nicht, aber ohne rote Pflanzenwolle einzufärben. Und da sehe ich auch schon rote Rosen. Denn am Horizont seht ihr sie auch. Könnt ihr sie sehen? Oh! Immer mit dem Patrini! Okay, das ist auch cool. Schweigeminute. Ich weiß gerade gar nicht, von welchem Anime das Lied ist. Also, kann er nur einer von drei sein, weil ich gerade Musik von R, Clannad und Kanon laufen. Das sind drei meiner von den Anime-Serien, meine drei Lieblings-Anime-Serien sozusagen. All over the world. Und deswegen kann es immer einer von denen sein, aber ich weiß gerade nicht von welchen. Müsste aber meines Erachtens nach R sein. Mach ich es nochmal? Ich brauche Fleisch. Verschont mich! Ja. Ist das? So läuft es normalerweise mit einem Schwein. Aber wie gesagt, zwei Schweine, das war ja gleich mal Overkill da.
Schafe, wir brauchen Schafe. Diese kleine Schäfchen. Wir brauchen nämlich unbedingt Wolle. Weil nachts rumrennen habe ich echt keinen Bock. Also müssen wir auf dem Bett craften, ich bitte doch zu mich. Schafe! Alles, was ihr hier seht, ist mein Königreich. Ugh. So, ouch. Nenu. Alter, auf jeden Fall, also mit Äpfel haben wir hier... Also mit Äpfel habe ich echt keine Mangelerscheinungen. Aber mit Schäfchen. Da, ein Schäfchen! Ein Schäfchen. Was ist hier los? Keine Information, ihr könnt in Minecraft auch zwei Blöcke einmal hochspringen. Ich demonstriere es euch einfach mal direkt hier, genau hier. Also normal springen ist ja Leertaste, ne? Da passiert gar nichts. Wenn es aber zusätzlich zu W und Leertaste auch noch diese Umschalttaste gedrückt haltet, braucht ihr aber eine gute Hand, dann könnt ihr zwei hochspringen. Das sieht dann so aus. Das möchte ich hier in dem Spiel aber nicht machen, bewusst, weil, ja, ich stelle mir halt gerne mal so selber so voraus, ja, Herausforderungen sozusagen. Und eine davon ist halt zum Beispiel nur einmal springen. Wir brauchen Schäfchen. Und zwar viele. Viele. Schäfchen. Das ist, was wir brauchen. Wir brauchen diese schönen Schäfchen. Wunderschöne Wolle. Alter, kann ich nicht sagen, keine Schiffchen gibt es nicht. Wo haben wir überhaupt? Einmal. Hätte ich gleich zweimal sein können. Weil ich hatte auch schon mal das Glück, dass mir ein Schaf gleich dreimal Wolle gegeben hat. Das war natürlich super nice, den Rücken auf dem Bett. Nein! Ah, doch, kann ich doch essen. Ja, müsst ihr aufpassen. Wenn ihr die linke Boss habt, Sachen abbauen und dann aber etwas in der Hand habt, was ihr das nicht essen könnt, dann baut ihr damit natürlich nicht ab, sondern esst was. Wenn ihr natürlich schon alle Brote voll habt, dann wäre das natürlich eine riesen Verschwendung. Der Film immer ganz fröhlich. Was mit dem passiert, meistens... Boah, Alter! Schnauze! Alter! Dass mir das immer bisher nur passiert, wenn ich sowieso noch nicht so ganz volle Herzchen habe. Brot habe. So gehen die ganze Verschwendung. Aber trotzdem muss man natürlich schon ein bisschen aufpassen. Schäfchen. Mach ich ein Erklärvideo echt mal. Bitte werden wir... Werden die aber auch alle dann mit der Zeit rausbekommen. Wenn ihr hier zuguckt. Ansonsten würde ich einfach mal sagen, wenn ihr wirklich selber spielen wollt, meine Mindset ist komplett kostenlos. Open Source, kostenlos. Super schick, super. Es fehlen, gibt's für Windows, gibt's... Wie ich ja benutze, für Linux, gibt es für einfach alles. Also, meine einfach nicht scheuen, einfach mal installieren. Ich biete auch die Welt, mit der ich die ich hier mit euch erschaffe. So rum. Klingt, wird groß. Oh, das Lied, ey. Ich feiere diese Melodie. Zwei hoch. Weiß jetzt. Genau, diese Welt und die Mods werde ich alle als gesamtes gepacktes ZIP-Paket auch zum Download zur Verfügung stellen. Habt ihr denn in der Beschreibung einen entsprechenden Link zu einem Mega-Download? Also die Plattform Mega kennt ihr oder auch nicht, ist ja offensichtlich egal. Auf jeden Fall ist dann ein Link. Und da habt ihr dann alles als geballtes ZIP-Paket. Das könnt ihr denn... Ja, eigentlich ist das letzte erklären, wie man sowas entpackt. Ich weiß nicht, ich packe aber das vielleicht noch eine Textdatei rein, wie man das genau entpackt, wenn das entpackt. Dann könnt ihr genau alle Mods gleich reknutzen, müsst ihr sie nicht raussuchen. Ich werde natürlich zu den ganzen Mods, klar, auch die Verlinkungen reinstellen in die Beschreibung. Also jetzt für alle die Mods, die wir hier auch aktiv benutzen. So, dann bauen wir uns mal eine Fackel. Oh, ich hab so viel Kohle. Kohle. So. Ja, diese gleich rumzwifft hier, dieses Klick und Klick. Das geht, wenn ihr auch die Umschalttaste gedrückt haltet.
Dann müsst ihr es in die Hand nehmen und ablegen. Oder könnt direkt einfach alles reinstopfen. Was ist natürlich besonders gut für Kisten. Ist mal schneller. So, wir brauchen eine Fackel. Hallo? Wartet mal ganz kurz. Ich bin noch mit der 415er Version, oder? Normalerweise müsste ich jetzt hier in der Hand auch Licht haben. Ja, das muss ich doch dort mal reinziehen. Wie war es, als wenn in der 415er Version auch mit Licht ist? Dann muss man da wohl mal eine Torch-Mod reinziehen. Also dieses Torches ist praktisch auch Fackeln. Aber die haben dann, wenn man sie in der Hand hält, die Fackeln. Geben sie dann auch, ich präsentiere, Licht. Kein Licht, Licht, kein Licht, Licht. Aber wie gesagt, mir war eigentlich so, als wenn es in der 415er Version eigentlich auch ohne Mod wird, da schon fest kompiliert wurde, also fest integriert wurde sozusagen diese Mod. Weil ich habe bis jetzt eigentlich nur mit der 414er Version gespielt. Ich habe in die 415er nur mal kurz reingeschnuppert. Ich habe mal da im Forum da ja dieses komische Handbuch da, also dieses Changelog. Da gab es ja kein offizielles, sondern bisher nur eine von dem, was ein User da bereitgestellt hat. Und da habe ich mich mal reingelesen. Was mache ich hier? Ich brauche erstmal Wolle, die ich einfärben muss. So, rote Hosen ist Farbe. Weiße Blumen ist Farbe. So, einmal brauchen wir weiße Wolle. Und wir brauchen zweimal rote Wolle. So. Und so. Dann passt das schon. Dann können wir nämlich jetzt da und da und da. Und ihr erahnt es schon. Ein Bett ist ge... Ah! Baut. So. Wo war ich? Genau. Wie gesagt, bei der 415 soll das eigentlich mit diesem Fackellicht schon automatisch drin sein. So haben wir jetzt neu, dass man da auch dieses Mal braucht. Das ist nicht relativ blöd. Ha! Perfekt fertig geworden. Bett steht und es ist dunkel. Weil Nacht ist natürlich erhöhtes Monsteraufkommen. Jetzt sieht aber scheiße aus. Ja, egal, ist ja jetzt nur für hier, für die eine. Ach, One Night Stand. ja. Ist auf jeden Fall, you can only spend night. Wer muss halt entscheiden. Aber gut, da war halt der Mod auch drin. Die meisten Mods sind allesamt von Pilz Adam. Einem sehr verkannten Genie in Mythos Forum. Genauso wie wir. Ich würde die Aufnahme jetzt gleich mal beenden. Die Frage an euch ist. Wollen wir unser Haus hier draußen bauen? Oder aber wollen wir es hier in den Felsen reinbauen? Also ich persönlich wäre für beides, wobei meine Tendenz eigentlich eher so hier draußen geht. Müssen wir aber hier echt einen Vorhang drum machen und die Plane treffen. Nein, 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 bitte verschone mich, ich bin meine roten Kinder. Oh, Arsch. Das habe ich nicht oft wieder gesagt. Wir brauchen dringend ein Schwert. Wir brauchen dringend ein Schwert. Ah, ich kann ja ein Schwert bauen. Wir brauchen, was brauchen wir? Ich habe keine Holzstäbe mehr. Wir müssen jetzt ein paar Holzstäbe machen. Oh mein Gott. So. Und jetzt. Nein. So und so. Ist doch nur ein Steinschwert. Ich würde hier gerade Stahlschwert sagen, aber das wäre echt zu schön. Oh, und dann würde ich mal sagen, stimmt doch mal ab, ob wir hier draußen oder hier drinnen ein Haus bauen. Ein bisschen größer ist das, was ich jetzt habe hier. Ist ja erstmal als Unterschlupf gedacht. Suche ich jetzt die direkte Konfrontation? Ja, doch. So, direkte Konfrontation erfolgreich abgeschlossen. Ja, also wie gesagt, draußen oder drinnen Haus bauen. Und ich werde euch das nächste Mal auch ein sehr schickes Texture Pack, also diese Grafik, die ihr hier seht, mal vorstellen. Ich persönlich feiere eigentlich diese normale Grafik hier eigentlich. Ist ja aber egal, mit der Sicherheit. Ja, da werde ich euch nächstes Mal einfach mal ein neues Texture Pack vorstellen. Wo ich hoffe,
dass es euch genauso gefällt wie mir. Und wie gesagt, ich feiere auch halt einfach diese einfache Grafik, deswegen spiele ich persönlich halt immer mit der Originaltextur von MyTest. Müsst ihr beim nächsten Mal gucken. Jetzt auf jeden Fall wäre erstmal die Frage, vielleicht blende ich jetzt auch direkt hier oben als i bei YouTube ein. Abstimmung, draußen Haus, drinnen Haus. Ja, und wenn es euch gefallen hat, die erste Folge, dann machen wir weiter. Wenn nicht, mache ich nicht mal weiter, dann höre ich auf, für immer und für ewig. Nein, nee, also, das Pellet werde ich generell weitermachen, egal, ob es euch gefällt oder nicht. Wollen mir gefällt's. Ja, und dann würde ich mal sagen, man hört sich. Wie gesagt, heute ist der 10. Mai. Allerdings werde ich die Folge heute noch nicht hochladen können, weil wir haben derzeit, man ahnt es, kein Internet. Also hatten wir Internet, aber wir sind derzeit über eine Fritzbox von einer anderen Wohnung. Da haben wir gnädigerweise die Zugangsdaten bekommen. Aber die Fritzbox, die hat es zerlegt. Wir kriegen zwar WLAN, aber das WLAN kann ja nicht mal konfiguriert werden. Deswegen werdet ihr diese Folge wahrscheinlich erst in 3 Jahren sehen. Bitte, vielleicht habe ich das nächste Mal schon meine neue Rechenanlage aufgebaut. Dann haben wir hier oben nicht nur 34 Bilder pro Sekunde, sondern vielleicht sogar glatte 60 Bilder. Das wäre natürlich ganz schnick, wobei ich gar nicht weil ich glaube. Schnauze. Na gut, okay. Also weitere Informationen werden dann folgen. Ich verabschiede mich denn soweit so gut. Und ja, ich hoffe, mit dem Sound hat alles funktioniert. Und wenn nicht, dann wird es hoffentlich nächstes Mal funktionieren. So, du machst den so. Ja, genau, er. So. Und dann noch einen wunderschönen Tag.